Und damit herzlich willkommen zurück hier bei World of Warcraft. Ja, liebe Freunde, in der letzten Folge sind wir hierher gekommen. Es ist schon eine Weile her. Ich nehme ein paar Tage später auf. Und ich glaube, wir müssten bald mit den Nachtelfen in die Ferne fahren. So habe ich zumindest das Gefühl. Doch zunächst hat Lord Adarius Crowley eine Quest für uns. Und es ist sehr interessant, weil hier lief gerade ein Kunde rum, der war auch Schurke und sah fast genauso aus wie ich, nur mit dem Unterschied, dass er einen blauen einen grünen Umhang hatte und etwas hellere Hautfarbe hatte. Ansonsten waren wir identisch. Das war relativ lustig und ich habe gesehen, dass er mit so einem Katapult hier losgemacht ist und ich habe das Gefühl, dass es was mit den gewaltigen Urtums da zu tun hat. Aber zunächst, wie gesagt, reden wir mit Lord Darius Crowley. Schön, euch wiederzusehen, Vorkan. Die Nachtelfen haben ihr Versprechen gehalten. Sie haben uns Schiffe geschickt und bieten uns Schutz in ihrem Land. Leider sind aber auch die Verbündeten der Verlassenen eingetroffen. Die Druiden versuchen, den Feind zurückzuhalten, aber lange werden sie nicht durchhalten. Zum Glück haben die Elfenschiffe Belagerungswaffen mitgebracht. Nehmt eine von den Kleven-Schleudern und tretet dem Feind gegenüber. Benutzt die Kleven-Schleuder der Nachtelfen um 40 orkische Räuber, 8 Vorhuten des Wolfs, Schlundes und 4 orkische Kriegsmaschinen zu vernichten. Den Bogen, der nett aussieht, aber ich habe keine Verwendung für ihn. Okay, dann schwingen wir uns mal hier rein. Lol, kann ich jetzt auch die da hinten machen? Doppelte Geschwindigkeit. Kann ich jetzt auch die hier... Warte mal, wo bin ich denn hier? Wo muss ich denn hin überhaupt? Alles klar, in die andere Richtung. Kann ich jetzt eigentlich auch so ein Vieh hier umhauen? Nee, ne? Das geht immer noch nicht. Gut. Ah. So, hier müssen die Boys irgendwo sein. Ach, die kämpfen gegen die. Ah, verstehe. Okay. Sehr gut. Also müssen wir denen helfen. Alles klar. Ah, da ist ja der Freund, glaube ich. Der so aussieht wie ich. Oder fährt die Karte alleine zurück? Ah nein, der Kunde sitzt drauf. Seht ihr? Er sah fast so aus wie ich. Oder sieht fast so aus wie ich. Tut mir leid, meine orkischen Brüder. Aber dieses Projekt ist hart, ich weiß. Aber es geht nicht anders. LOL. Und zack. Boom, Junge. So, was muss ich da noch machen? LOL. So. Ich würde fast nur sagen, wir müssen da noch ein kleines Thumbnail machen für die Dinger. Was wollt ihr? Und doppelte Geschwindigkeit. Geht weg. Als ob. Geht weg. Du gehst weg. Du gehst weg. Ihr geht weg. Ihr geht auch weg. So, orkische Kriegsmaschinen. Okay. So, geht weg, ihr Lappen. Lasst mich durch. So. Orkische Räuber getötet. Eine Kriegsmaschine haben wir auch noch getötet. Was heißt getötet? Ja, außer Gefecht gesetzt. Ah, diese Dinger hier. Die sind aber auch sperrig. Zack. So. LOL.
Nice. So. Orkische Räuber. Lol. Als ob. Als ob. Geht bloß weg. Ist das eigentlich alles Erfahrung für mich? Oder? Wow. Geht weg. So. Ah, diese Quests. 33 von 40. Das ist aber auch... So. 36 von 40. 38 von 40. 39. Und auch nicht. Leute, der lebt noch. Der lebt noch, der Boy. So, jetzt aber. Sehr gut. Und noch eine Kriegsmaschine müssen wir zerstören. Oh Gott. Ups. Ah, da kann ich ja noch ein bisschen reinfeuern. So. Oh. Hä? Wir waren doch gerade... Mich verarschen? So. Sehr gut, bereit zur Abgabe. Da kann ich ja auch hier raus, oder? Muss ich das Ding zurückschaffen. Nicht, dass die Quest dann abgebrochen ist. Ich traue den Dingern hier nicht. Wobei, was haben die für eine Stufe? 11. Die könnte ich auch so zerlachsen. Komm, du, dich nehme ich mit. Sehr gut. Nee, ich gehe jetzt raus. So. Bereit zur Abgabe. Liebe Leute, ihr wisst, was in jeder Folge passiert hier. Ich muss mir ein gutes Thumbnail suchen. Und das Thumbnail für diese Folge so. Oder mein Freund. Ah, der hier chillt. Der hier chillt, der wird nicht angegriffen. Ich hoffe einfach mal, dass er so bleibt. So, perfekt. Na, jetzt hat er Angst. Na, jetzt schaut er sich um. Ah, jetzt wurde er wieder angegriffen. Okay, gut. Sehr schön, hätten wir das auch geklärt. So, wir sind Stufe 13, fast Stufe 14. Sprich, die Testversion neigt sich so langsam dem Ende zu. Ich habe auf meinem Blizzard-Konto noch 16 Euro ungefähr. Das reicht für 30 Tage. WoW, die werde ich auch nutzen. Vor allem, ich weiß nicht, ob ich schon mal in einer Folge erzählt habe, dass es in Legion dann nicht mehr so einfach ist, Gold zu scheffeln. Weshalb ich gerne versuchen würde, da noch ein bisschen Gold zu scheffeln, bevor es nicht mehr geht. Und genau. Wir tun, was wir tun müssen. Es ist fast vorbei, Walker. Nur noch ein Hindernis steht zwischen uns und unserem Überleben. Mhm. Welches bringt denn mehr Gold? Und zwar der Stab. Der, ja... Ja, ich habe das Gefühl, dass das Zeug, was man hier auf der Allianzler-Seite bekommt, übel geil aussieht. Im Gegensatz zu dem Zeug, was man auf der Hortler-Seite für das Level bekommt. So, Stufe 14 und wir haben Zerhäckseln gelernt. Was kann denn Zerhäckseln? Finishing Move. Der Kombo-Punkte verbraucht, um das Angriffstempo um 40% zu erhöhen. Okay. Okay. Gut. So. Wo ist überhaupt die Bitch, die uns Geld schuldet? Ist sie gar nicht hier? Schade. Beeilt euch! Wir müssen dieses fliegende Kanonenboot loswerden, wenn unser Volk eine Chance auf Flucht haben möchte. Ach lol. Stimmt ja. So lautet der Plan. In Kielwasser trieben sich früher einige sympathisierende Rebellen herum. Ich konnte eine beträchtliche Menge Sprengstoff aus unserem Lager besorgen. Aus einem unserer Lager besorgen. Wir werden den Feind mit einer Kraft überrumpeln, die so klein ist, dass sie sich unentdeckt durch die Luft bewegen kann. Die Hypogreifen der Nachtelfen eignen sich perfekt dazu. Tobias gibt euch das Signal, wenn wir bereit sind. Springt auf einen Hypogreifen, wenn Tobias euch das Zeichen dazu gibt und zerstört das Kanonenboot der Horde. LOL! So, gibst du mir jetzt ein Zeichen, Boy? Äh,
Du bist doch Tobias, ne? Okay. I'm ready. Wie, sobald alle bereit sind. Wer muss denn noch bereit sein? Kanonenboot zerstört. Wer? Ist das ein Gruppendings? Kanonenboot zerstört. Ach. Auf wen warten wir? Jetzt mal ohne Witz. Das ist keine Gruppenquest. Das krieg ich alleine hin. Junge. Ach, wir gucken uns dabei mal unsere. Ja, ist mir klar. Das Rotkammgebirge. Nee, das mach ich mal noch nicht. Kann ich denn schon Dungeon Browser? Erst mit Stufe 15. Ja, dann gucke ich mal noch in meinem Beruf-Dings. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Muss ich mit jemandem reden? Ich bin geehrt. Weil... Ne? Wo wartet der Boy? Ach, lol. Lol. Brauchen eine Handvoll, die uns begleiten. Ja, wenn hier aber keiner kommt, Junge. Als ob wir das ver... Als ob wir das umhauen können, das Ding. Das glaubst du doch selber nicht. Also, du gehst mir ein bisschen auf die Nerven, ne, Junge? Ist dir das bewusst? Mach doch mal hin. Oh, wir fliegen los, sobald alle bereit sind. Leck mich doch. So, leichtes Rüstungsset. Wir können, glaube ich, noch nicht mehr machen. Kochen? Können wir schon was kochen? Ne, angeln könnten wir. Angeln könnten wir. Aber ich habe Angst, dass der gleich losschreit hier. Junge, wann ist der Moment? Ich angel jetzt gleich. Muss ich mit jemandem reden? Das Ding wieder weg. Es flog doch gerade hier rum. Ey. Ja. Ja, endlich. So. It's time to say goodbye. So, wo ist das Riesending? Ich will das sehen. Ah, da ist es. Als ob das so schnell dahin kommt. So. Schön kleine Screenshots machen. So, was muss ich tun? Als ob hier Level 12er sind. Das glaubst du doch selber nicht. Ihr habt meine ungeteilte Aufmerksamkeit. So, was muss ich tun? Ich muss das Kanonenboot zerstören. Wie tue ich das jetzt? Ihr wollt mich doch rollen, oder? Ihr habt meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Was soll ich denn jetzt hier oben machen? Soll ich die abmurksen oder was ist jetzt? Ich meine, kann ich machen. Nichts leichter als das. So. Sichert die Sparren! Mhm. Muss ich mich abseilen? Zwei Scharfschützen bleiben an Deck. Alle anderen, lasst euch an den Seilen herunter. Machen wir ihnen die Hölle heiß.
Na endlich. Jetzt geht's los. So, komm ran. Hände hoch, früh heute. Meine Männer werden euch den neuen Kurs durchgeben. Eine falsche Bewegung und ihr spürt Blei. Admiral Sturmblut. Und der Rest folgt mir nach unten. Lol. Was zum... Kann ich euch töten? Nein. Warum schwanken wir? Das finde ich nicht schön. Folgt mir nach unten. Ich könnte jetzt wahrscheinlich hier stundenlang auf dem Schiff rumirren. Aber ich glaube, wir müssen runter, ne? Moin. So, one hit, baby, one hit. Hit me, baby, one more time. Komm ran. Was willst du? Und was willst du? So. Der Sprengstoff ist im Kesselraum. Haltet sie einfach zurück. Als ob. Wo kommst du denn her? Ein großer Ork. Wow. Komm ran, Junge. Wer ist dein Babo? Zerhexel. Wo kommt denn der her? Wo haben die den gelagert, bitteschön? Häckseln und nochmal drauf. Komm, der droppt doch bestimmt was Schönes. 40 Kupfer. Naja, gut. Lol. Als ob. Als ob das Ding. Warum fliege ich auf einem Horte? Reittier? Wo fliege ich hin? Ich will hier nicht landen. Wo ist das Ding? Wo ist das Wrack? What the fuck, Alter? Ich meine, ich kenne das Schiff noch. Von Eisgrund-Zitadelle, da schwebte das nämlich oben drüber. Man konnte dahin. Das ist jetzt überraschend. Das ist jetzt, okay. Ich weiß nicht, ob es mehrere davon gibt. Ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass es mehrere davon gibt, weil so einfach zerstören die das Ding hier ja nicht. Das wäre ja ein bisschen sehr OP. Aber gut. Kann man machen. Auf jeden Fall, ne? War mal was anderes. Aber okay. Wir haben es geschafft, Walkern. Wir haben die Evakuierung in die Wege geleitet. Wenn wir uns bald auf den Weg machen, steht die Flotte der Verlassenen bald nur noch eine Staubwolke von uns. Sieht die... Was ist denn heute los? So. An Bord der Schiffe. Sofort. Okay. Lol, wie die alle losspacken. Wie die alle losspacken. So, und ich würde denken, zur Feier des Tages verwandle ich mich mal zurück. Moin! Ich bin geirrt. Du bist ziemlich groß, Boy. Ruth Tran. Seid ihr bereit, die Segel zu setzen, Vorkan? Euer Volk hat im Land der Kaldorei eine Zuflucht gefunden. Seid unbesorgt, Worgen. Euer Volk wird die Chance haben, wieder für Gelnäas zu kämpfen. Dieses Mal mit der ganzen Macht der Allianz. Geil. Lebt wohl. Teldrassil, Territorium der Allianz. Wo ist das Schiff hin? Habt ihr mich jetzt einfach hier nur so abgesetzt? So, liebe Leute. Ne, ich habe in den letzten Folgen davon gesprochen, dass es WoW noch ein bisschen, dass es hier noch ein bisschen schöner wird. Und habe ich euch zu viel versprochen? Oder habe ich euch zu wenig versprochen? Sieht das hier nicht geil aus? Schildwache von Danassos. So,
Jetzt wird es interessant, weil ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Wo sind wir denn überhaupt? Lol, wir sind so nah an Kalimdor dran. Teldrassil. Okay, ist das ein Baum? Ist das ein riesiger Baum? Sieht so aus, was? Okay. Die Musik. Wie schön. Ich würde denken, ich hol mir erstmal den Flugpunkt. Das ist immer ganz wichtig. Erstmal den Flugpunkt holen. Ich bin geehrt. So, wo kann ich hinfliegen? Mondlichtung. Die Exoda. Ah, okay, ich kann zu den Drenai noch. Okay. Ich würde denken, wir gehen erstmal. Oder wir müssen doch erstmal. Müssen wir nicht irgendwas abgeben hier? Eine Quest oder so? Ah, wir sind hier auf so einer kleinen süßen Vorinsel. Ich dachte, wir sind schon hier drauf. Okay. Dann reden wir erstmal mit Krähen an. So, das ist sie, unsere neue Heimat. Vielleicht werde ich mich nirgends mehr wirklich zu Hause fühlen, doch wir müssen den Nachtelfen dankbar sein. Ihr Volk heißt nicht jeden willkommen. Dass sie uns aufgenommen haben, spricht für ihr Vertrauen und ihren Großmut. Gwen und Graulmähne sind an der heulenden Eiche in der eigentlichen Stadt. Sucht sie auf, nehmt das Portal unter dem Baum nördlich von uns und begebt euch zur heulenden Eiche im Nordteil der Stadt. Okay. Ich würde mich aber kurz nochmal hier umsehen, weil ich habe das Gefühl, hier könnten noch ein paar Lehrer versteckt sein. Oh, da kommt noch ein Schiff. Ach, man kann mit dem Schiff auch fahren. Das ist ja lustig. Ah, hier Angellehrer. Sehr geiler Dorsch. Sehr geil. Haben wir schon den ersten Boy. Elun sei mit euch. So, hier, Angelgeselle, mach mal. Sehr gut. Angelexperte 125. Gut, da kann ich auch wieder schön angeln gehen. Das werde ich wieder offscreen machen, schätze ich mal, wenn ich eine geeignete Stelle gefunden habe. Aber jetzt schauen wir erstmal, was es hier vielleicht noch so für Lehrer für uns gibt. Hier ist eine kleine Hypogreifenstation. Bewahrerin der kenarischen Lehren. Okay. So. Erala Simmelsbeeren, moin! Hallo Vorkorn, ich bilde hier die jungen Hypogreifen aus und versorge sie. Seht euch ruhig um, erzählt mir etwas über die Hypogreifen. Druiden spüren die Not jeglicher Lebewesen dieser Welt und reagieren sehr sensibel darauf. Als klar wurde, dass diese Vögel in Gefahr sind, haben wir uns überlegt, wie wir sie von der Verderbnis von Feralas retten könnten. Eine Gnomin namens Kurki Kurbehüpf, was für ein geiler Name, hat sich der Sache angenommen. Sie sammelt die Eier ein und bringt sie hierher, wo ich mich dann um sie kümmere. Unterstützung für unsere Sache können wir immer gebrauchen, Wokan. Vielleicht solltet ihr euch mal nach Gadgetzan begeben und mit Kurki reden. Ich weiß, wo das ist. Ist das nicht in Teldrassil? Also nicht in Teldrassil, sondern hier unten irgendwo. Nee, Quatsch. Es ist gerade von Tanaris. Ist das hier? Ah, genau. Da. Sehr gut. Gut, dann weiß ich, wo das ist. Dann müssen wir mal mit der Typin reden. Ich glaube, früher oder später kommen wir sowieso dahin, aber jetzt noch nicht. Ich glaube, da liegen schon noch ein paar Folgen dazwischen. So, wir haben noch 6 Minuten. Ich würde denken, in der nächsten Folge porten wir uns erst zu Graumähne und wir schauen uns erstmal hier noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es hier noch, ich glaube, das Kaninchen kann ich sowieso nicht töten, ohne dass ich hier... Warte mal, kannst du mir erzählen, wo es hier Lehrer gibt? Oder ich bin ist das... geehrt. Alles klar, das ist hier sowieso nur... Okay. Ich glaube, das ist... Lol, was gibt's denn dort? Ich glaube, das ist hier ist nur so eine kleine Vorstadt vor der eigentlichen Stadt. Da werden wir erst das nächste Mal hinkommen. Aber ich will mal hier gucken, weil hier sieht's nämlich so aus, als ob es hier was Schönes geben könnte für uns. Wobei ich das eher nicht glaube. Okay, hier wurde also auch vieles überflutet durch das Erdbeben wahrscheinlich. Ja, so sieht's auch aus. Kleine Baby-Oktopus. Oh, wie niedlich. Was gibt's hier noch? Muscheln. Okay. Nein, ich glaube sonst... Weil mehr wird's hier wahrscheinlich nicht geben. Wir müssen uns porten. Das werden wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge machen. In der Folge haben wir ja schon reichlich erlebt. Und ja, ich mache mich dann einfach mal auf den Weg zu dem Teleportstein, oder? Gibt's hier noch was Tolles? Gibt es verschiedene Anlegestellen. Ups. Oh, ein Schamane, Level 71. Hallo, Drenai-Schamanin.
Ah. Hexenmeisterin, Wogenhexenmeisterin. Habt ihr gesehen auf ihrem Profilbild? Sie hat auch ein... Ist das Flüchtling von Gilnea? Sie hat auch einen Zylinder auf. Okay, ich glaube, wir müssen sowieso hier durch den Teleportbaum. So wie es aussieht, ist das hier ein Teleport-Dings. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge dort oben wiedersehen. Hoffe ich mal zumindest. Oh, was gibt's denn hier? Gibt's hier Tiere? Ich glaube, das hier ist bloß... Nein, ich glaube nicht, dass es hier Mobs gibt. Gut, liebe Freunde, ich würde denken, das war's für diese Folge. War ja recht spannend, ne? Wenn man bedenkt, was in dieser Folge alles passiert ist. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und dann werden wir die ganze Pracht der Nachtelfen hoffentlich merken. Oh, Junge, das war knapp. Ich wäre fast gestorben. Genießen können. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.